Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein weiteres Gastreplay hier bei mir auf dem Kanal. Und heute sind wir wieder beim Der Chala aus dem Freiclan. Und heute mal eine kleine Low-Tier-Runde. Stufe 3 only, keine andere Tierstufe. Und er fährt seine BT-7 Artillerie, was ja ein 3er Premium ist. Ein Geschenkpanzer, den gab es irgendwann mal. Auch geschenkt, was im Prinzip nichts anderes ist als ein BT-7 mit einer Trollgun drauf. Ihr seht unten 76 mm Sprenggranate, also only HE, 164 Schaden, 38 Durchschlag. Gut, ist nicht viel, aber erstmal ist es Lot hier und wenn man durchkommt, dann ja, holla die Waldfee. Gucken wir uns mal an. Er fährt auf den Hill, natürlich auch, um das gesagt zu haben, auf Winterhimmelsdorf, Standardgefecht. Und den Rest wollen wir uns nicht angucken. Oha. Was man natürlich gleich sieht, der große Aimkreis, also eigentlich, ne, Trollgun nicht genau, da hat er gerade echt Glück gehabt. Mit Auto-Aim würde ich da auch nicht arbeiten. Den wollte er jetzt. Den hat er auch gekriegt. Da muss er jetzt aufpassen beim PZ1C. Und wie gesagt, ich würde nicht mit Auto-Aim. Und wenn dann nur im richtigen Moment, so wie jetzt, wenn der Gegner gerade zu einem fährt. Ansonsten hast du so gut wie keine Chance, den zu treffen. Ja. Vorsicht, der hat auch eine Trollgun. Was war das? Da hat die Internetverbindung gerade den Teamkill verhindert. Also da habe ich die Granate schon im eigenen gesehen. Jetzt Druck machen, die hinten die anderen Gegner von hinten angreifen. So, Artillerie. Nicht ein Aim, das schaffst du so. Ich weiß zwar nicht, wieso die Arti nicht geschossen hat, aber das bisschen zurückfahren hat es jetzt auch nicht gebracht. Ich werde jetzt also rechts schön die Marder, den Marder in Rücken jacken. Aber gucken wir mal. Die scheinen jetzt auch nicht mehr lange da zu sein. Also er geht wirklich nur auf Damage, er guckt, wo findet er noch Gegner. Wahrscheinlich hat er es auf die zweite Artillerie abgesehen. M7 Priest im Low-Tier-Bereich ist aber die Reichweite nicht so extrem, deswegen würde ich die weiter vorne vermuten. Oder hier am Bahnhof. Oh, ja. Man mit 872 Schaden eine WN8 von 10.671. Also für alle, die immer so auf WN8 scharf sind, jetzt wisst ihr, wie man das macht. Okay. Das Spiel wird gerade nochmal spannend. Dank dem eigenen Team. Dank den Leuten, die dort oben auf dem Hill campen. Der PZ1C macht gerade noch ein bisschen was. Ja, genau, gibt dir Zeit zum Ein-Aim. Oh, Auto-Aim und Luckshot. Was er jetzt gut macht, ist, dass er wirklich erst den einen, dann den anderen. Das machen auch immer viele falsch, dass sie versuchen jetzt ums Verrecken einen im Cap im eigenen abzuknallen. Ihr müsst beim Cap, wenn die Gegner bei euch im eigenen Cap-Kreis stehen, dann zählt nur der komplette Reset, also das Zurücksetzen auf Null. Bedeutet, jeden, der dort drinne steht, einmal treffen, Schaden machen oder ein Modul zerstören, damit für ihn seine Zeit wieder auf Null gesetzt wird. Und hier am Ende eine WN8 von 16.000 für einen Stufe 3 Fahrzeug und 1000 Schaden. Also, ja, ich bin kein Freund der WN8, das solltet ihr mittlerweile wissen. Ist ein schöner Richtwert, kann einiges aussagen, aber ist auch sehr schnell manipulierbar. Nichtsdestotrotz, ein schönes Panzer. Auch mal wieder eine
Lot hier eine kleinere Runde, auch mal ganz entspannt. 1024 Schaden ist natürlich ein großer Unterschied zu so ziemlich fast allen aus seinem Team dort, aber es ist halt, wie gesagt, auch ein Trollfahrzeug. Ein schnelles, vor allem ein schnelles Trollfahrzeug. Viele kennen ja, sag ich mal, den M4 Sherman oder KV-2 und so weiter, UI. Das sind sehr langsame Fahrzeuge mit einer Trollgun. Die BT-7 Artillerie ist doch ein sehr mobiles Fahrzeug und dementsprechend kann man da schon böse den Gegner überraschen und somit, wenn man jetzt zum Beispiel wie hier in der Dreierrunde ist, auch böse Ärger machen. Da war aber, muss man ehrlich sagen, auch der ein oder andere glückliche Schuss dabei. Aber ihr kennt das, das gehört einfach auch dazu. Das war mal wieder eine Runde hier bei mir auf dem Kanal, euer Steve Austin LP. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, ein Like. Oder wenn ihr irgendwelche Meinungen oder Anregungen habt, einfach mit mir über die Kommentare schreibt. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Erfolg.